vergrößern, verkleinern. Auch der Vertrag von Mirko Boland wird von Braunschweig nicht verlängert. Urheberrecht Getty Images. Mit dem Trainerwechsel wird bei Braunschweig auch ein personeller Umbruch eingeläutet. 10 Spieler, darunter auch Identifikationsfiguren, müssen gehen. 2 Tage nach der Verpflichtung des neuen Trainers Henrik Pedersen hat Eintracht Braunschweig einen großen personellen Umbruch eingeleitet. Wie der Zweitliga-Absteiger am Freitag bekannt gab, werden die Verträge von 10 Spielern, darunter auch Identifikationsfigur Mirko Boland, nicht verlängert. Henrik und ich haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht, betonte Eintrachts sportlicher Leiter Marc Arnold. twitter.com/eintrachtbossnews/status/1002576133160951608. Wir haben eine klare Vorstellung, wie wir das Team in der neuen Saison sportlich ausrichten wollen und werden auch den Kader entsprechend zusammenstellen, sagte Pedersen. Der Däne war am Mittwochabend als Nachfolger des langjährigen Trainers Thorsten Lieberknecht präsentiert worden.